Ein Krampf sammeln. In der Nachspielzeit verkürzt unser erstes Antritt auf 4:3. Sehr geil, das beste Spiel, was sie schon lange gespielt haben. Das war auch schon der Schlusspfiff, meine Damen und Herren, am Großkampftag heute bei uns im Schöckelbrink-Stadion beendet die U17 des Sportvereins Bridge-Personal und Service Weinitzen das Spiel gegen unsere Gäste aus Andritz AG mit 4:3. Samstagnachmittag liegt hinter uns, meine Damen und Herren. Wir haben es begonnen um 11 Uhr mit unserer U12 gegen die ESK. Leider nichts zu erben. Dann danach die Damen waren bei uns zu Gast aus Fasolzberg, die gegen unsere SV Mädels angetreten sind. Rückspiel. Wir freuen uns auf ein Aufeinandertreffen im nächsten Frühjahr. Und dann spielt unsere Kampfmannschaft gegen unsere GSC Holding Graz Gäste mit 2:2. Und jetzt beendet den Großkampftag, ein wunderschöner Nachmittag, ein schöner Samstagnachmittag liegt hinter uns und unsere U17 krönt den ganzen